Der große Herbst-Winter-Überraschungshit aus den USA kommt dann auch endlich bei uns in die Kinos. Wunder heißt der Film. Owen Wilson, Julia Roberts und Jacob Tremblay spielen hier die Hauptrollen. Und wer immer noch keinen Trailer davon gesehen hat, bekommt den vor der Review hier. Mein Name ist Oggy Pullman. Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Aber du magst die Schule doch. Für dich ist es vielleicht anders, aber ich liebe es. Es ist das Gesicht meines Sohnes. Du bist nicht hässlich. Das sagst du doch nur, weil du meine Mom bist. Weil ich deine Mom bin, zählt es am meisten, weil ich dich nämlich am besten kenne. Und dass jeder von uns zumindest einmal im Leben einen riesen Applaus verdient hat. Meine Freunde haben ihn verdient. Meine Lehrer haben ihn verdient. Meine Schwester hat ihn verdient, weil sie immer für mich da ist. Mein Dad hat ihn verdient, weil er uns immer zum Lachen bringt. Und meine Mom hat ihn am meisten verdient, weil sie niemals aufgibt. Egal worum es geht, ganz besonders bei mir. Du bist wirklich ein Wunder, Oggy. Ich finde ja, bereits im Trailer merkt man, dass der Film durchaus etwas zuckrig ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt. Und ich kann aber direkt vorab sagen, dass gerade wenn man auch mit dieser Erwartungshaltung ins Kino geht, man davon in keinster Weise gestört wird, weil dieser Film einfach irgendwie doch trotz diesem ganzen Zucker überall drumherum das Herz am rechten Fleck hat und man sehr, sehr zügig mit dieser kompletten Familie irgendwie connecten kann. Ne? Man ist auf jeden Fall direkt da und hat das Gefühl, ja, irgendwie ist das zwar hier die reinste Filmfamilie, aber ich fühle mich bei euch so richtig wohl. Also hat irgendwie so vom ganzen Flair für mich auch wieder so ein bisschen so 90er Familie. Komödie-Flair, also im positiven Sinne. Das liegt vor allen Dingen einmal an den kompletten Darstellern, allen voran Jacob Tremblay, der hier seine Sache wirklich wahnsinnig toll spielt. Natürlich hat er jetzt so diese Maske, die letztlich aber gar nicht dem Zuschauer als solche auffällt. Also dementsprechend handelt er das wirklich sehr, sehr gut. Und auch gerade so, wie er spricht und wie er das alles irgendwie regelt, macht er seine Sache wirklich absolut fein und sehr glaubwürdig. Du bist nicht hässlich. Das sagst du doch nur, weil du meine Mom bist. Weil ich deine Mom bin, zählt es am meisten, weil ich dich nämlich am besten kenne. Dann haben wir eine Julia Roberts, bei der man eben auch jetzt im etwas fortgeschrittenen Alter einfach immer nur sagen muss, wenn diese Frau anfängt zu lachen, also einmal zu lächeln, aber eben auch so richtig zu lachen, ist alles vorbei. Das ist einfach die Schamoffensive überhaupt. Also wer da noch irgendwie widerstehen kann oder nicht wenigstens darüber nachdenkt, auch kurz zu lächeln, weil er sie sieht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Sie spielt also aber auch diese Mutter mit einem unglaublichen Charisma, gleichzeitig auch in der Kombination mit Owen Wilson, der hier auch seine Sache sehr cool macht. Einfach so ein richtig gemütlicher, liebevoller Daddy. Lieber Gott, mach, dass sie mir zu ihm sind. Die beiden funktionieren einfach wahnsinnig gut und man versteht aber eben auch die Perspektive und gleichzeitig auch deren Motivation, die nicht immer positiv sind, wenn man jetzt nur an das reine Kinderwohl denkt. Aber ebenso diese ganzen Konflikte sind auf jeden Fall durchaus vorstellbar. Und das sorgt eben dafür, dass der Film trotz sehr viel Zucker, und zum Drehbuch komme ich gleich auch noch, aber in sich erstmal schlüssig ist, vor allen Dingen, weil er einfach ziemlich gut gespielt ist. Und wenn jemand unfreundlich ist, dann musst du einfach noch freundlicher sein, klar? Klar. Gut. Lea, ich kümmere mich um die Pizza. Ja. Kannst du dich um den Nachtisch kümmern? Sieh mich an, Oggy. Der Junge scheint ein Volltrottel zu sein. Wenn jemand dich schubst, dann musst du zurückschubsen. Hab keine Angst vor niemandem. Warum flüstern wir? Weil ich Angst vor deiner Mama habe. Die Story selber ist sehr geradlinig und hat genau gefühlt so viele Wendungen, wie man es von so einem Film gewohnt ist und wie man es eben auch erwartet. Sprich, hier gibt es jetzt nicht die krassen Schlenker und letztlich wird jeder Konflikt auch so aufgelöst, wie man es jetzt sich letztlich auch vorstellt bzw. erwartet. Also dementsprechend ist der Film natürlich von vornherein in gewissem Maße vorhersehbar, was aber bei so einem Film eben überhaupt mich persönlich nicht stört, sondern fährt eben sehr sicher im gewohnten Gefilde. Was ich sagen muss, dass er an der einen oder anderen Stelle von der Erzählperspektive sich auf jeden Fall etwas traut, dass er nämlich verschiedene Figuren, die wir eben sowieso sehen, immer mal nimmt und versucht, deren Perspektive zu zeigen. Das wird am Anfang ein bisschen konsequenter fortgeführt, als es dann später der Fall ist. Für mich ist es danach eigentlich nur noch so, okay, sie
behaupten, dass sie das jetzt kurz tun. Letztlich sind es dann aber nur ein, zwei Szenen. Diesen Ansatz hätte ich mir gerne etwas konsequenter gewünscht, weil ich es sehr, sehr spannend finde, zu sehen, okay, wie sehen denn andere Charaktere jetzt eigentlich auf diese ganze Problematik beziehungsweise auf diese komplette Situation. Ein sehr geschickter Schachzug, um letztlich Perspektiven der Charaktere und dessen Handeln einfach und logisch zu erklären. Das hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen konsequenter gewünscht und dann wäre der Film für mich auch auf jeden Fall noch weitaus sehenswerter gewesen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein total netter Film und das jetzt nicht in diesem negativen Sinne, sondern wirklich im positiven Sinne ein unglaublich netter Film, bei dem man auf jeden Fall glücklich herausgeht, als man reingegangen ist. Man hat auf jeden Fall ein Lächeln im Gesicht und bei dem einen oder anderen wird auch eine Träne kullern. Ansonsten ist es aber trotzdem eben durchaus sehr gefällige Kost. Aber wer darauf Bock hat und wer bei dem Trailer sich angesprochen fühlt, wird auf jeden Fall zufrieden nach Hause gehen. Und ich finde, das ist das, was diese Art von Film und dieses Genre, wenn das letztendlich alles gegeben ist, wurde auf jeden Fall mehr richtig gemacht als falsch. Entsprechend ist er für mich sehenswert und er gibt von mir 7 von 10 Punkten für Wunder. Habt den vielleicht jemand von euch schon gesehen, weil er jetzt in den Staaten war, im Urlaub oder irgendwie eine andere Möglichkeit, den Film schon vorab zu sehen? Dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, was ist euer Eindruck? Habt ihr diesen Trailer auch so wahrgenommen oder habt ihr einen ganz anderen Film erwartet? Schreibt das gerne in die Kommentare, können wir ein bisschen diskutieren. Ich finde es immer spannend, was Leute von einem Film erwarten und wie er dann halt am Ende ist, können wir auf jeden Fall darüber diskutieren. Oder ihr schaut mal bei einer anderen Review vorbei, zum Beispiel beim Film Downsizing. Den verlinke ich euch und aber auch ein Video zu meinem Solo-Programm, Spoildoch. Gibt es demnächst ein Bühnenprogramm? Alle Infos dazu kriegt ihr einmal direkt in dem Video oder Tickets im Link auch in der Infobox. So, in diesem Sinne, macht's gut und adieu.